Servus Freunde, ich bin's wieder mit einem neuen Video für euch. Und zwar habe ich eine Frage an euch, denn wie ihr wisst, wurde ich ja vor 5 Wochen operiert. Ich hatte einen Leistenbruch, mir wurde so ein Netz eingenäht. Auf jeden Fall sind jetzt 5 Wochen vergangen und ich habe echt immer noch Schmerzen. Und ja, meine Ärzte bzw. mein Arzt, die drehen mir halt immer Ibuprofen an. Meiner Meinung nach hat es irgendwie mehr Nebenwirkungen als Wirkung. Ich denke, das ist auch gar nicht gut fürs Herz. Ich nehme 3-mal am Tag 600er und bin jetzt mittlerweile auf 3. Ich versuche manchmal nur 2 400er am Tag zu nehmen. Dennoch habe ich halt immer noch Schmerzen. Und ich frage mich, ob es eigentlich eine gute Alternative für Ibuprofen gibt. Irgendwie ja nicht. Ich meine, die Ärzte verschreiben auch einem immer Ibuprofen. Egal was. Ja, natürlich mag es wirken, aber ich würde am liebsten ein weniger schädliches Produkt nehmen, ein weniger schädliches Medikament. Ich denke, es gibt aber, glaube ich, kein anderes. Ja, wer sich da besser auskennt oder wer eine Alternative zu Ibuprofen kennt, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe die OP ja bei einem Chirurgen machen lassen. Ich werde jetzt nochmal zu meinem Hausarzt gehen. Mal schauen, was der dazu sagt. Alternativsmäßig. Und ja, mal schauen, ob die Schmerzen dann irgendwie weniger werden und das Ganze bald wieder verheilt ist. Dann werden wir sehen, ob ich das Ganze auch wieder voll belasten kann. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass ich einen erneuten Bruch erlitten habe oder so. Kommt ja schon bei dem einen oder anderen mal vor. Oder dass sich gerade das Netz gelöst hat und ja, das Ganze falsch verwachsen ist. Wie gesagt, wer ein anderes Medikament für Ibuprofen kennt, beziehungsweise eine Alternative, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. In diesem Sinne war es das auch schon. Dann sehen wir uns im nächsten Video und haut rein. Peace.